So, liebe Studentinnen und Studenten, Sie haben sich angemeldet für die Vorlesung. Es findet zum ersten Mal nicht live statt, aber in Farbe. Sie haben sich für das Thema Gehirn und zentrales Nervensystem angemeldet. Das ist das erste Mal, dass ich das als Aufzeichnung mache, die Vorlesung. Es fehlt mir damit der direkte Bezug zu Ihnen. Sie sind die jüngere, modernere Generation. Wahrscheinlich sind Sie da mehr bewandert und kommunizieren auch mehr über diese Systeme. Wobei in den letzten Wochen im Rahmen der Corona-Krise haben wir auch sehr, sehr viel mit Kollegen und auch im administrativen Bereich mit Videokonferenzen gearbeitet, sodass es jetzt kein ganz fremdes Medium ist. Nichtsdestotrotz, Hände desinfizieren. Hier ein selbst hergestelltes, in unserer Apotheke hergestelltes Desinfektionsmittel. 2020er Jahrgang steht leider nicht drauf, ist wahrscheinlich bald wertvoller als so ein teurer Wein, kann man sich dann sicher auch so verschenken. Jetzt Spaß beiseite. Ich möchte Ihnen über das Gehirn, das zentrale Nervensystem referieren und Sie werden da Grundsätzlichkeiten erfahren. Es wird immer wieder der Bezug zu den technischen Fakultäten stattfinden. Informatiker, ich frage normalerweise an dieser Stelle immer, wer von Ihnen zählt zur Fakultät Informatik, wer von Ihnen zählt zum Fakultät Maschinenbau. Normalerweise haben wir Anmeldungen aus mehreren Fakultäten, also insbesondere Informatik, Maschinenbau, Elektrotechnik, Physik, Mathematik sind auch manchmal welche dabei. Also das ist eine bunte Mischung, die sich hier für das Gehirn und das zentrale Nervensystem interessiert. Also Sie werden jetzt in dieser Vorlesungsreihe, die zumindest mal für die nächsten zwei, drei Vorlesungen wahrscheinlich, aber wird uns die Corona-Krise doch das ganze Semester beschäftigen. Ich befürchte fast sogar noch das Wintersemester über, doch über dieses Medium unterrichtet werden. Also wir werden wahrscheinlich zum ersten Mal hoffentlich zusammenkommen im Rahmen des praktischen Anteils des praktischen Kurses. Der ist wie immer geplant, dass eine gewisse Anzahl an Studenten, die sich anmelden, auch in den OP können. Das wäre im Juli der Fall, also Ende des Sommersemesters. Bis dahin hoffe ich, ist es soweit vertretbar, dass das wieder machbar sein wird. Ansonsten zeige ich Ihnen vorher schon ein paar blutige Videos, um Sie darauf vorzubereiten. Aber ich hoffe, dass bis dahin zumindest der Kontakt soweit wieder möglich ist. Im OP ist es sowieso günstig. Sie haben Atem- und Mundschutzmasken an. Da sind eigentlich die perfekten Verhältnisse, weil wenn da Sie sich mit Corona anstecken, dann ist es ganz schlimm. Also im Prinzip werden Sie jetzt durch diese einzelnen Themenblöcke geführt. Gehirn, zentrales Nervensystem. Wir werden anfangen ein bisschen mit der Struktur. Wie funktioniert das Gehirn? Sie werden selbstverständlich nicht hinterher als voll ausgebildete Neurowissenschaftler oder Neuroinformatiker aus diesem Kurs rauskommen. Aber Sie werden zumindest Grundverständnisse für das Gehirn, für den Informationstransfer, für die Reizverarbeitung, wie funktioniert so ein Nerventransfer, wie funktioniert ja, im weitesten Sinne Informationsweitergabe, Informationsspeicherung in unseren Gehirnen. Das ist was Einzigartiges, ist absolut nicht mit Rechnern oder Großrechnern vergleichbar. Also das, was Sie hier oben in sich tragen, ist ein sogenannter Bioreaktor, der sehr viel ja, Informationsverarbeitungskapazität hat und auch sehr, sehr auf engstem Raum auch mobile Schallstationen beherbergt. Also da werden Sie über die Neurophysiologie viel erfahren, aber es bleibt auch als Neurochirurg selbstverständlich nicht aus, dass Sie auch was über die Therapie erfahren. Also Sie werden neurologische Krankheitsbilder auch sehen und Sie werden immer wieder die Systematik sehen, dass man von der Anatomie, von der Physiologie, also wie funktioniert es richtig, hin zur Pathologie, warum die Erkrankung dann auftritt und dann letztendlich auch noch die Option der Therapie mitbekommen. Lassen Sie mich einsteigen in ein paar Grundsätzlichkeiten, ein paar Housekeeping-Dinge, also die Vorlesungswebseite Sommersemester 20 voraussichtlich unter dieser Adresse erreichbar. Das war sie zumindest im letzten Semester. Müssen wir schauen, ob es sich geändert hat. Wir werden die Folien Passwort schützen, aber wir werden Ihnen wahrscheinlich auch einen Link zukommen lassen, wie Sie diese Online-Vorlesung, diese aufgezeichneten Videostreams auch abrufen können. Aber die Folien werden wir wahrscheinlich auch hinterlegen in den typischen
im typischen Netzwerk des KITs mit dem Benutzernamen Hirn, Sommersemester 2020 und dem Passwort ZNS für zentrales Nervensystem, Sommersemester 2020, können Sie sich dann einloggen und die Folien zumindest nochmal angucken. Aber der Link wird Ihnen auch zugehen, um so die Möglichkeit zu haben, auch diese Vorlesung online und die gesprochenen Worte noch einmal mitzulesen. Das ist die Mailadresse. Meine Sekretärin ist darauf vorbereitet. Normalerweise haben die Vorlesungen in den letzten Semestern, ich mache das ja jetzt schon seit fast 8 bis 10, ja, fast 10 Jahre, immer so ja, gewisse steigende Anzahl an Studenten besucht. Wir waren aber im Endeffekt so bei 60, 50 bis 60 Studenten. Das ist noch ein Mailaufkommen, was meine Sekretärin bewältigt hat. Also bei Fragen, Rückfragen oder auch Terminproblemen oder falls Sie irgendwelche ja, korrekturbedürftigen Dinge entdeckt haben, mailen Sie meine Sekretärin an. Ich habe momentan die Doppelfunktion als Geschäftsführer des Klinikums, aber das ist die Adresse neurochirurgieklinikum-karlsruhe.de, die funktionieren wird. Und meine Sekretärin, die ist jetzt nicht unterbeschäftigt, weil ich im Moment mehr administrative Tätigkeiten wahrnehme, als in der Neurochirurgie tätig bin. Aber sie wartet darauf, melden Sie sich vielleicht einfach darunter an. Dann kann man mit Ihnen darüber kommunizieren. Am Ende des Semesters wird Ihr Link bzw. Ihre Kommunikationsadresse respektive E-Mail-Adresse dann wieder gelöscht. Zur Idee und zur Konzeption der Vorlesung. Die Termine waren vorher auch immer schon bekannt gegeben. Es waren immer mittwochs, Mittagsvorlesungen. Das wäre jetzt auch für mich in der Situation, auch in der Krisensituation, im Moment gar nicht einhaltbar. Entschuldigung, weil mittwochs mittags immer Krisenstabssitzung der Stadt ist. Also in der Hinsicht sind die Termine frei wählbar. Also Sie können sich sozusagen die Vorlesung hintereinander dann anschauen. Es wird relativ viel Information sein, sodass Sie sich vielleicht dann doch einzelne Termine rauspicken und es sich nicht von vornherein überfrachten mit den ganzen Termini und mit den ganzen Themenblöcken, die ich Ihnen hier mitliefere. Zum Überblick. Die erste Vorlesung, die jetzt im Moment läuft, die wird vorwiegend ja, mal einen Überblick bereiten, einen Überblick geben. Es wird ein bisschen eingestiegen in die Thematik Gehirn, Anatomie des Gehirns, was ist Neurochirurgie. Sie werden so ein bisschen was über Gehirnchirurgie im weitesten Sinne erfahren, auch ein bisschen was über meine Person. Aber Sie werden immer wieder den Bezug sehen. Anatomie, das Gehirn eingeteilt, Gehirn, Rückenmark, periphere Nerven, also der Informationstransfer von der Schaltzentrale runter ins Rückenmark bis in die peripheren Nerven, bis in die Finger-, Fußnerven, also der Informationstransfer in die Peripherie und selbstverständlich auch wieder zurück aus der Peripherie, weil das ist ja immer ein kybernetischer Kreislauf. Das heißt, die Information, die Sie hinschicken in die Extremitäten, die kommt auch wieder zurück. Das werden Sie nachher auch nochmal im Rahmen des Überblickes nahegebracht kriegen. Dann der nächste Vorlesungsblock Motorik und Sensorik. Ganz spannendes Thema, das zum Beispiel dann erläutern wird, wie funktioniert zum Beispiel das Heben der Hand, wie funktioniert, dass es überhaupt von Ihnen induziert werden kann, dass Sie Ihren Finger bewegen können, dass das zeitgemäß und auch geordnet abläuft. Also ganz, ganz banale Maßnahmen, wie funktioniert das Gehen, wie funktioniert Aufstehen, wie funktioniert Bewegen der Hand, wie funktioniert die Motorik im Gesicht. Und natürlich da mit immer gekoppelt, wie die Sensorik funktioniert. Das heißt, Sie haben immer eine Rückkopplung. Das heißt, das, was Sie tun, das erfahren Sie auch wieder und das wird auch rückgekoppelt. Ihre Aktion, also Aktion, Reaktion haben Sie da in einem quasi hintereinander geschaltet. Das sind ja auch kybernetische Kreisläufe. Aber wenn Sie jetzt mal theoretisch vor dem Rechner die Augen zumachen, dann sitzen Sie da, Sie wissen in dem Moment ganz genau, wo ist Ihre Hand, wo ist Ihr Bein. Also Sie haben immer die Rückkopplung, wenn Sie sich darauf konzentrieren, bewegt sich, was bewegt sich mein Daumen, bewegt er sich auf und ab, bewegt er sich rechts und links. Also wenn Sie sich darauf konzentrieren, die Information abrufen, haben Sie immer die sensorische Rückkopplung, was passiert mit Ihren Extremitäten, was passiert mit dem motorischen System. Also das werden Sie da nochmal in diesem Vorlesungsblock genau erklärt bekommen,
Man hangelt sich dann auch ein bisschen runter von zellulären, oh, ich sehe gerade, da fällt ein L, zellulären Mechanismen bis zur definitiven Reizleitung. Wie funktioniert Nervenfunktion? Wie funktioniert auch das Antriggern der Muskulatur? Also wirklich auch wieder die Informationsweitergabe vom Gehirn über das Rückenmark in den peripheren Nerven ran an die Muskulatur, weil das ist ja letztendlich ein muskulärer Akt, dass sie ihren Finger bewegen. Also das sind spannende Themen und auch wieder die Rückkopplung, wie da Einfluss drauf genommen wird. Also wenn sie dann irgendetwas halten oder schreiben lernen oder Fahrrad fahren lernen, das ist ja dann auch ein Lernprozess, der Motorik und Sensorik im Zusammenspiel notwendig hat, sonst würde das gar nicht funktionieren. Also das ist ein spannender Block, der als nächstes käme, Motorik, Sensorik. Dann eigentlich ein ganz gewichtiges Thema, die Sinnesorgane. Also wird man sich auch wieder dran runterhangeln, Anatomie, Physiologie, also wie sieht der Bauplan dieser Organe aus und wie funktionieren sie? Also wie geht es mit dem Riechen, wie geht es mit dem Schmecken, Sehen, Hören, Fühlen? Also das sind Dinge, die natürlich, wenn Sie jetzt mal die Komplexität des Auges angucken oder der Nase oder auch des Geschmacksorganes, das werden Sie jetzt nicht in einem Vorlesungsblock kriegen. Da gibt es Leute, ein Facharzt für Augenheilkunde, das dauert 4 Jahre. Also das kann man Ihnen jetzt schlecht in einer Vorlesung nahebringen. Aber Sie werden zumindest Grundsätzlichkeiten, Grundideen davon bekommen, wie funktioniert das Auge, wie geht es mit dem Sehen. Riechen, schmecken, das ist ja ein bisschen auch im Rahmen der Corona-Krise nochmal hinterfragt worden, warum macht der Coronavirus ein gestörtes Geschmacksempfinden, warum riechen die Leute nicht? Also wir wissen heutzutage relativ sicher, dass das keine direkte neurale, also keine direkte Nervenschädigung ist. Das muss eine elektrochemische Kopplungsstörung sein von den Rezeptoren an den Riechnerv. Wir kennen das. Wir wissen, bei schweren Infektionen, bei schweren Erkältungen oder auch bei Sinusitiden, also bei Erkrankungen, die die Innenräume der Nase und der Schädelbasis betreffen, wenn dort schwerwiegende Infektionen entstehen, dann kriegt auch der Riechnerv einen Schlag. Das heißt, dort gehen periphere Nervenfasern zugrunde. Das heißt, dann geht auch das Riechen, das Schmecken nicht mehr. Aber das dauert relativ lang. Es dauert 6, 8, 10 Wochen, bis sich das wieder erholt. Also das heißt, der Nervenschaden, der periphere Anteil des Riechnervs, bis der sich erholt, das dauert Wochen. Das ist jetzt anscheinend bei der Corona-Problematik nicht der Fall. Dort ist das so, dass das Riechen und Schmecken für ein paar Tage gestört sein kann. Also das kann nicht ein Nervenschaden an sich sein, sondern das ist einfach eine Schädigung des elektrochemischen Transfers der Rezeptoren an diese Nerven. Das scheint sich zu klären. Das ist aber auch ein spannendes Thema, auf das wir vielleicht im Einzelnen nochmal eingehen können. Gut, dann Hirnfunktionen, höhere Hirnleistungen, Denken, Lernen, der ganze Begriff Kognition, Kognitionsforschung, Hirnleistungen, also die höheren kognitiven Funktionen. Das ist auch ein Thema, was sehr ergiebig ist. Wie funktioniert Speichern von Informationen im Gehirn? Wie funktioniert unser Gedächtnis? Wie funktioniert vor allem das Abrufen der Informationen aus dem Gedächtnis? Auch die Idee künstliches Gehirn. Es gibt ja ein paar Projekte, die versuchen, das Hirn auf einer Rechnerbasis nachzubauen oder nachzubilden. Das kann eigentlich, wenn man sich die Grundphysiologie des Denkens, des Gehirns anguckt, was ja kein rein elektrisches Thema ist, sondern das Gehirn funktioniert ja immer elektrochemisch. Das heißt, es werden Neurotransmitter gebildet, die in den Synapsen auch dann eine chemische Information transferieren. Das heißt, eine rein elektrische oder elektronische Bauanleitung für ein künstliches Gehirn entspricht sicher nicht der normalen Physiologie, wie wir sie kennen. Und es sind ja auch völlig grundsätzlich anders geartete ja, Ansätze der Parallelverarbeitung oder die ganze Verarbeitung, die ein Rechner durchführt. Das ist eigentlich ein konsekutives Hintereinander wegarbeiten. Das Gehirn hat einen ganz, ganz breiten Ansatz, in dem es Parallelverarbeitungsstrukturen hat. Also da gehen wir nochmal drauf ein im Einzelnen. Wie funktioniert Reizleitung im Gehirn? Wie funktioniert das Speichern von Informationen im Gehirn? Was ist Lernen?
Was ist Kognition, die ganzen höheren Hirnleistungen? Ein wirklich ja, hochinteressantes Thema. Auch kein abschließend zu beantwortendes Thema, weil da kommen immer wieder neue Informationen dazu. Ein konkreter und auch techniklastiger Block ist dann die ganze Diagnostik, wo man dann hingeht, Untersuchungsverfahren nochmal darstellt, apparative Methoden, um rauszubekommen, was ist das Problem der Erkrankung. Ist es was Infektiöses, ist es was Neurodegeneratives, ist es eine Verletzung, ist es ein Tumor, ist es also eine Neubildung, ist es eine Blutung? Also rauszubekommen, was letztendlich am Nervensystem oder im Nervensystem falsch läuft. Und dazu gibt es sehr, sehr ausgefeilte Diagnoseverfahren. Also sie unterscheiden im Großen und Ganzen zwischen den bildgebenden Verfahren, also die ganze Technologie vom Röntgen, CT, Magnetresonanztomographie, also MRT, auch Ultraschall, also das werden wir alles der Reihe nach beleuchten, immer mit dem Fokus Hirn und Nerven mit darunter anzugucken und auch die ganze Elektrophysiologie, also das Vermessen von Hirnströmen vom EEG bis hin zur Nervenleitgeschwindigkeit, spannende Themen, die sowohl als diagnostische, aber auch als intraoperative Monitormaßnahme der Fall sind. Also für diejenigen, ich hoffe, dass es klappt, wie gesagt, für diejenigen, die dann mit in den OP kommen, die werden auch den Aufbau sehen. Während einer Operation werden ja auch so elektrophysiologische Maßnahmen durchgeführt. Das heißt, man vermisst den Nerv während der Operation und hat dadurch Informationen, ob die Reizleitung funktioniert und ob man dazu stark dran präpariert oder zieht an so einem Nerven. Also das sind äußerst spannende, aber auch techniklastige Themen, die wir da im Einzelnen nochmal in dem Block Neurodiagnostik durchgehen werden. Dann kommen die neurologischen Krankheitsbilder. Das kann ich nicht ersparen. Das ist trotzdem ein spannendes Thema. Was sind Erkrankungen des Gehirns? Was sind Erkrankungen in der Peripherie, im Rückenmark, in den peripheren Nerven? Das darf ich Ihnen als Mediziner sagen. Während des Studiums durchleben Sie solche Phasen. Also Sie werden jetzt nicht nach Ansicht dieser Vorlesung dann meinen, sie haben eine MS oder sie haben Corona. Wenn sie sich da richtig reindenken, ist es häufig so. Also es waren durchaus, die Kommilitonen hatten manchmal gefragt, oh Gott, habe ich jetzt wirklich irgendeine schlimme Erkrankung? Das spricht dafür, dass sie sich identifizieren mit dem Ganzen. Das ist auch gut, um das Ganze zu verstehen und es vielleicht auch wahrzunehmen und zu fühlen. Aber das ist vielleicht einfach nur, wenn sie sehen, was es alles für Krankheitsbilder gibt. Man kann die natürlich nur anreißen, das ist völlig klar. Aber Sie werden einfach merken, was für ein Wunderwerk doch das Nervensystem, der ganze Mensch, dieser Körper darstellt. Und das reicht schon an Informationen, wenn Sie einfach begreifen, was für ein Wunder es ist, dass alles funktioniert und dass Sie eigentlich gesund durch die Gegend laufen können. Das ist vielleicht die Major Information, die Sie aus diesem Vorlesungsblock ziehen können. Als Neurochirurg muss ich Ihnen natürlich oder darf ich Ihnen natürlich auch die neurochirurgische Therapie liefern. Das heißt, das ist auch ein sehr techniklastiges Fach. Wir werden am Schluss nochmal darauf zu sprechen kommen, was ist machbar operativ. Eigentlich ist das Nervensystem, das Gehirn ist überhaupt keine Biomasse, wenn ich das mal so despektierlich sagen darf oder kann, die in irgendeiner Weise operationsfreundlich ist. Das heißt, alles, was Sie durchtrennen, was Sie schneiden, was Sie wegdrücken in der Neurochirurgie am Gehirn, erleidet einen Schaden. Das heißt, Sie müssen sich sehr, sehr viel Gedanken machen. Der ideale Weg ist immer am Gehirn vorbei und am Gehirn so wenig zu manipulieren wie irgendwie möglich. Dann sind neurochirurgische Operationstechniken erfolgreich und vom Erfolg gekrönt. Das werde ich Ihnen im Einzelnen auch noch heute in dem Block an Kopf, Wirbelsäule und auch an peripheren Nerven in ein paar ausgewählten Beispielen zeigen. Der Bezug zur Informatik, zu den technischen Fakultäten äußert sich ganz hervorragend bei der ganzen Navigation, bei der computerassistierten Neurochirurgie. Natürlich ist jetzt nicht nur die Neurochirurgie da eine Domäne, in der Urologie viele robotische Operationen, auch in der Abdominalchirurgie, in der Gynäkologenchirurgie hat es Einzug gehalten, aber das kommt durchaus mit aus der Neurochirurgie. Das waren so, die Neurochirurgen waren die ersten, die über solche computerassistierten und bildgeführten Operationen sich definiert haben. Da hat es auch am meisten Sinn gemacht oder macht es nach wie vor am meisten Sinn.
Und ich werde Ihnen da auch ein paar in den Vorlesungen zeigen, wie wird so eine OP-Planung im Konkreten ablaufen. Auch wenn Sie in die praktischen Kurse kommen, da wird man Ihnen morgens dann auch zeigen, wie so eine Operation durchgeführt wird. Also der Schritt von der computerbasierten Planung, also der Tumor wird dargestellt, da wird darüber diskutiert, wie komme ich an den dran, ohne was an Schaden anzurichten, welche Techniken, welche Geräte nutze ich dafür, also das gesamte Armamentarium an Assistenzsystemen, die es gibt in der Neurochirurgie und auch die Technologie, wie so navigiert vorgegangen wird. Aber auch ein spannendes Thema ist die ganze Neuroprothetik. Da tut sich im Moment viel. Also Ersatz von, ja, im Prinzip Hörersatz, auch Retinaprothesen, auch das wird nochmal Thema sein. Speichererweiterung und so weiter. Da gibt es ganz viele Ideen, Ansätze, aber steckt alles im Endeffekt in den Kinderschuhen, auch das Brain Project. Trotzdem ist es ein spannendes Thema, was ich auch über die Jahre hinweg verfolge. Und da kann man so ein paar Themenblöcke anreißen und sie vielleicht mitreißen bei der ganzen Sache. Dann wird die Fehleranalyse bei Navigationssystemen kommen. Das ist auch spannend, weil Sie werden sehen, dass virtuelle Realität nicht Realität bedeutet. Wir werden ja, Probleme von Computer- und roboterassistierten chirurgischen Eingriffen besprechen. Wo sind die Fallstricke? Sie müssen sie kennen als Chirurg und das ist auch ein sehr, sehr schönes Thema mit einem hohen Praxisbezug, ganz einfach das nochmal darzustellen. Woran mangelt es? Sind es technische Probleme? Sind es anwenderbezogene Probleme? Also das ist auch nochmal ein Themenblock, der ja im Prinzip auch für techniklastige Fakultäten von großem Interesse sein kann. Ich hatte es erwähnt, im Juli wäre der praktische Teil, also ich bin immer noch optimistisch, wir werden eine flachere Kurve kriegen, ob wir im Juli dann soweit sind, wirklich Studenten mit in den OP zu nehmen, das wird sich zeigen. Ich bin aber grenzenloser Optimist und plane es mal so. Wir werden wahrscheinlich 5 Gruppen, 5 Termine. Es hat sich immer bewährt, die Gruppe nicht sehr viel größer als 10 Leute werden zu lassen. Dann rümpfen die OP-Schwestern die Nase, dann wird es auch ja, zu kuschelig. Wir sind noch in den alten OPs, wir bauen ja gerade neu im Klinikum. Die OPs werden leider nicht größer. Das konnte ich auch als Geschäftsführer jetzt nicht durchsetzen. Das wäre vom Kostenaspekt überhaupt nicht vertretbar gewesen. Aber mit 10 Leuten zusätzlich kommen sie schon rein in die OP. Und es läuft ja alles über ein bildgeführtes Medium. Sie haben große Bildschirme, auf denen sie das verfolgen können. Und sie sind im Prinzip perfekt Corona geschützt mit Nasen- und Mundschützen. Also das ist und hoffentlich wird machbar sein, dass wir im Juli da einen Besuch im Klinikum bzw. im OP durchführen können. Da kriegen Sie noch weitere Details geliefert. Also die Termine sind ausstehend noch. Start ist in aller Regel in der Bibliothek bei uns, 8:15 Uhr, also 8 CT. Seien Sie da bitte pünktlich, weil irgendwann geht die ganze, ich hätte fast gesagt Corona, also die ganze Truppe dann in den OP und da finden Sie alleine nicht hin. Also einigermaßen pünktlich sein. Es wird so ablaufen, dass Sie den konkreten Fall geschildert bekommen. Es wird ja im Prinzip jeden Tag ein Hirntumor operiert im Moment. Weil wir die Kapazitäten reduziert haben, ist es ein bisschen knapp geworden. Es sind dann auch manchmal Wirbelsäulen mit drin. Ich hoffe, dass es im Juli dann schon so weit wieder ist, dass wir wieder in 2 bzw. 2,5 Sälen arbeiten können, sodass an jedem Tag, der dann vorgesehen ist, auch eine interessante Hirnoperation, navigationsgeführte Operation durchführbar ist. Und sie dann auch profitieren beim Zuschauen. Gut, Prüfung werde ich auch immer gefragt. Die letzte Prüfung vom Wintersemester ist noch ausstehend. Die ist einfach auch dem Corona zum Opfer gefallen. Die Prüfung ist ja im Prinzip eine schriftliche Prüfung, die zum Teil aus Multiple-Choice-Blöcken besteht und eine gewisse Freitext-Frage noch beinhaltet. Sie stehen einige im Netz auch von den Prüfungsfragen, sodass Sie sich auch da gut drauf vorbereiten können. Also wie gesagt, Prüfungstermin ist noch ausstehend. Könnte sein, dass der sich dann in den Herbst hineinzieht. Muss man mal gucken, wie wir das hinbekommen. Aber die Abstandsregeln werden wir in den großen Hörsälen eigentlich hinbekommen. Wenn man jetzt mal sagt, das sind so 50 oder 60 Anmeldungen. Es waren immer so zwischen 60, manchmal waren es auch
70 Anmeldungen für die Prüfung. Müssen wir mal gucken, wie das logistisch gestaltet werden kann. Nochmal die Mailadresse bei Rückfragen oder Verbesserungsvorschlägen oder was auch immer, einfach neurochirurgie@klinikum-karlsruhe.de. Da linkt es mit meiner Sekretärin und Sie können mir da eine direkte Mitteilung schreiben. Gut, ich hatte es erwähnt, bisschen eingestiegen jetzt in die Thematik Neuro, wo Neuro draufsteht, sollte auch Neuro drin sein. Also es geht der Begriff Neurologie, Neurowissenschaft, Neuroinformatik. Es dreht sich immer um das Thema Nerv, Hirn. Also da ist immer dieser Terminus mit drin. Und wenn Sie mal gucken, gerade die Kognitionswissenschaften, die Neurowissenschaften, die im Moment auch sehr technikgetrieben sind durch die immer bessere Bilddarstellung und nicht-invasive Bilddarstellung, was kerntomografisch heutzutage alles machbar ist, aber auch die Neuroinformatik, ein hochdynamisches Wissenschaftsgebiet mit immer wieder neuen Ansätzen und auch die ganze KI-Forschung. Also das sind alles Themen, die in der Hinsicht eine Bereicherung erfahren, wenn Sie wie jetzt hier drin sitzen und so ein bisschen eine Basis mitnehmen, eine Basis von der Anatomie, eine Basis von der Physiologie, eine Basis von dem, wie so ein Neurogewebe, neuronales Gewebe tickt und wie das funktioniert. Das bietet eigentlich eine ganz gute Grundlage, dann in diesen Netzwerken zu arbeiten. Also, ich hatte es bereits erwähnt, wie die Hirnfunktionen arbeiten. Natürlich ist es ein Schwachstromelektrik, das heißt, es sind, wenn Sie sich erinnern, an die 10. und 11. Gymnasialklasse mit Aktionspotenzial und Ruhepotenzial, das werde ich Ihnen nicht ganz ersparen können, da nochmal drauf zu sprechen zu kommen. Also es ist eine vorwiegend elektrisch getriggerte Informationsweitergabe, aber auch mechanisch. Das ist jetzt kein Schimpfwort, wenn man zu Ihnen sagt, Ihr Hirn funktioniert mechanisch. Das hört sich zwar jetzt ein bisschen despektierlich an, ist es aber nicht, weil es ist ganz anders als bei so einem vorgefertigten Chip. Sie haben eine gewisse mechanische Komponente. Das heißt, Synapsen können an einer Stelle andocken und durch einen bisher immer noch nicht ganz geklärten Mechanismus dort auch wieder abdocken und woanders andocken. Daraus resultiert auch diese sogenannte Neuroplastizität. Das ist auch das, mit dem sich die ganzen Reha-Forscher herumschlagen. Auch die Neurochirurgen sind dankbar, dass bei einer zerstörten Nervenbahn es doch eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, eine gewisse Hoffnung besteht, dass Synapsen woanders andocken können und vielleicht andere Umgehungsreizpassagen oder Umgehungswege bestreiten können. Also auch eine gewisse mechanische Komponente. Wir haben vorwiegend an Oktopus-Neuronen untersucht, die sind sehr groß und da ist der Tintenfisch einfach ein gutes Untersuchungsmedium. Am Menschen selbst ist es natürlich extrem schwierig zu untersuchen. Chemisch, das hatte ich erwähnt, natürlich funktioniert das Gehirn großteils auch chemisch. Die ganze Produktion von Neurotransmittern, die Übergabe von Informationen, die elektrisch ankommt, Ausstoß eines Neurotransmitters induziert und der Neurotransmitter durch den synaptischen Spalt wandert, auf der anderen Seite eventuell wieder ein Aktionspotenzial auslöst. Also durch diese chemische Modulation unterschiedliche Neurotransmitter, wir kennen ganz viele, es kommen quasi monatlich welche dazu. Das ist ein ganz breites Feld, wo neuronale Information moduliert werden kann. Also Sie sehen, das ist nicht eine einfach banale elektrische Weitergabe durch eine Lüsterklemme verkabelt, sondern da hängt dieser chemische Transferweg dazwischen, der eine riesenbreite Modulationsfähigkeit aufmacht. Und mystisch, natürlich auch die Hirnfunktion ist noch zum Teil mystisch. Es gibt ganz viele weiße Landkarten auch in unserem eigenen Hirn, von denen wir nicht wissen, was dort genau abläuft und wie das genau abläuft, sind ganz viele Mechanismen im Hirn immer noch ungeklärt. Das ist das, was es auch spannend macht. Das ist, was nach wie vor das Gehirn als eins der wichtigsten Forschungsgebiete darstellen lässt. Tiefsee, Weltraum und das Gehirn.
Das sind eigentlich so die mystisch beladenen Areale. Und das Gehirn wird sicherlich noch eine Weile als mystisch gelten, solange nicht alles aufgeklärt ist. Vielleicht sollte auch nie alles aufgeklärt werden, aber es wehrt sich mit gewisser Strategie auch dagegen, dass dort alles aufgeklärt werden kann. Also ein durchaus reizvolles Thema. Motorik, Sensorik, da vielleicht einfach nochmal für Sie die Information. Motorik, wie geht das Bewegen, die Sensorik immer zusammengekoppelt, wenn ich irgendwas bewege, fühle ich auch automatisch was. Also das ist genau die Begrifflichkeit, die Sie in der Robotik auch brauchen, um einem Roboter, wenn Sie unten im KIT in der Informatik sind, wenn Sie sehen, so einem Roboter was beizubringen, ist mitunter deutlich schwieriger als einem Kind was beizubringen. Also da bedarf es ganz vieler ja, Hilfestellung, um eine banale motorische Antwort zu generieren. Auch immer rückgekoppelt die Haptik. Wie sind die Sensoren bei so einem Roboter? Der ist eigentlich nur richtig schlau, zu einer Bewegung zu induzieren, wenn er auch eine gewisse Rückkopplung hat. Das heißt, wenn er einen gewissen Informationsfluss zurückbekommt, fühlt er was, fühlt er die Konsistenz von dem Material, was er anfasst. Also das ist, sehen Sie, immer eine ganz wichtige Größe, dass Motorik und Sensorik miteinander zusammen agieren und spielen. Anders funktioniert das nicht richtig. Nochmal zu den Sinnen, jetzt ganz banal das optische System, da werden Sie sehen, der Bezug zu den Neurowissenschaften und der Bezug zu den technischen Wissenschaften, der ist da gegeben. Wie geht die Wahrnehmung eines optischen Vorgangs des Sehens schlechthin? Das ist ziemlich gut geklärt, wie das auch auf molekularer und auf reizverarbeitender Ebene abläuft. Und das ist auch ein spannendes Thema für die Mustererkennung. Das sind Programme, die von Lenkwaffen bis hin zu radiologischen Diagnostikas gebraucht werden. Also man kann sich heutzutage auch Mustererkennung vorstellen. Die ganze digitale Pathologie, auch die Radiologie, das sind alles Themen, die möglicherweise irgendwann durch Maschinen erledigt werden, wo Mustererkennung immer weiter perfektioniert wird, wo gewisse Grundmuster erkannt werden und die auch gespeichert werden und die auch abgerufen werden können. Mag sein, dass da irgendwann das optische System des Menschen gekoppelt an sein Potenzial, Wissen zu speichern, erschöpfbarer ist als die automatische Mustererkennung. Ob die Transferleistung dann in so einer Maschine so gut ist, das ist die Frage. Aber ich glaube, die technische Erkennbarkeit von Grundmustern, da sind wir eigentlich in der Informatik schon so weit, dass die dem menschlichen Auge in vielerlei Hinsicht überlegen ist. Also auch ein spannendes Thema. Das Thema Gedächtnis nochmal. Wir werden da nochmal einsteigen in den Datentransfer. Das wird auch wieder die Idee sein, ist das was, wie funktioniert das? Ist es ein elektrisches Moment? Wir wissen, dass es Kurzzeitgedächtnis vorwiegend eine Kombination aus elektrischer Information und auch wieder aus chemischer Information ist. Die Modulation von Träumen, die Modulation von Gedanken, die Einfärbung, ob es einen positiven Aspekt, einen negativen Aspekt, also diese Färbung in kognitiven Daten und die Speicherung, wie wird es und wo wird es abgelegt, wo wird es gespeichert, wie lange wird es gespeichert, aber genauso spannend. Wie wird diese Speicherung abgerufen? Durch welche Mechanismen kann ich aus dem Gedächtnis etwas hervorholen? Da geht es auch dann um die Begrifflichkeiten wie Intelligenz, intellektuelle Fähigkeiten. Sind die nur gegeben, wenn ich ein hohes Speichervolumen habe, oder sind die eigentlich nur gegeben, wenn ich das schnell und adäquat und passend auf die Situation abrufen kann? Also das sind alles Dinge, die für die Gedächtnisforschung und für die Kognitionsforschung ganz wichtig ist. Also lange Rede, kurzer Sinn, wenn Sie am Ende von diesem Vorlesungsblock einfach den Respekt erhöhen für das Wunderwerk Gehirn, dann ist eigentlich schon ganz viel gewonnen. Dann haben Sie schon ganz viel mitgenommen und vielleicht auch nochmal der Aufruf, dass Sie mit dem Gehirn und mit dieser, ich hatte es vorhin gesagt, Biomasse vorsichtig umgehen, weil Sie können das schädigen durch banale Dinge.
Wir wissen heutzutage auch, dass banale Schädel-Hirn-Traumen vorher immer so, Hirnerschütterung ist immer als was, naja, leg sich mal eine Woche ins Bett und danach ist es gut. Wissen wir heutzutage, dass selbst eine Hirnerschütterung, und da kommen auch so Sportarten wie Boxen oder auch Trauma, wenn einer vom Fahrrad fällt, dazu, dass die doch langfristige Schäden machen können, obwohl sie strukturell im Kernspintomogramm gar nicht so eindeutig nachweislich sind. Also da gibt es auch spannende Untersuchungen. Man kann da neurochemisch durch gewisse Substanzen, die man aus dem Hirnwasser entzieht oder die man auch aus Hirnbiopsien entnehmen kann, hat man Erkenntnisse gewonnen, dass das Gehirn in vielen Aspekten und in vielen Funktionen noch nicht durchschaut und durchleuchtbar ist und nach wie vor, wie hier oben betrachtet, einen mystischen Aspekt hat. Gut, vielleicht ein bisschen was zur Hardware. Früher hat man gesagt, so 60 Billionen Neurone hat das Gehirn. Also man schwankt so zwischen 100 und 60 Billionen. Also gezählt habe ich sie nicht. Das sind einfach Hochrechnungen, die aus kleinen Standbiopsien, aus kleinen Arealen dann ins Große hochgerechnet werden. Und da kann man sich schon mal ein paar Millionen, sogar um ein paar Billionen verzählen. Also das ist im Endeffekt die Hardware, die hier oben sitzt, mit der wir agieren, mit der Sie jetzt auch gerade diese Vorlesung hören. Das ist das Grundrüstzeug, mit dem wir intellektuell agieren. An jedem dieser Neurone docken bis zu 10.000 Synapsen an, beziehungsweise haben bis zu 10.000 Synapsen. Also Sie können sich dann noch mal vorstellen, was für eine enorme Verschaltung und für ein enormes Vernetzungssystem daraus resultiert. Diese kleinen Endköpfchen, die Synapsen, die dann wirklich unterschiedlich an anderen Neuronen und anderen Nervenzellen andocken und da Schaltkreise bilden. Und wir wissen, ich hatte es vorhin gesagt, das sind mobile Schaltkreise, also es sind Schaltkreise, die andocken und abdocken können. Anders als bei einem Chip, der ein vorgefertigtes, festes Raster hat und die Information immer entlang dieser Informationswege geleitet wird. Nein, so eine Nervenzelle und so eine Synapse kann an einem Nerven abdocken und an einem anderen andocken. Was das bewirkt und was dazu triggert, ist nach wie vor, es gibt ein paar Ideen, aber es gibt weder eine richtige Beweislage dafür. Und das ist was, was extrem spannend ist und was auch im Moment ein ganz wichtiger Forschungsschwerpunkt darstellt. Wenn Sie sich mal die, ja, verglichen mit einem Rechner die Signalverarbeitungszeiten anschauen, mit einer Millisekunde ist das salopp gesagt relativ lahm. Also da sind wir bei Rechnereinheiten um ein Vielfaches besser, um ein Vielfaches schneller. Aber wenn Sie sich die Transaktionsraten angucken, 10 hoch 18 pro Sekunde wohlgemerkt, das ist schon was, da müssen Sie schon in den Keller gehen, einer relativ stattlichen, vielleicht US-amerikanischen Rüstungseinheit oder bei Alibaba oder Herrn Bezos. Nachsehen, dort, wo diese richtig großen Parallelrechner stehen, dort erreichen wir diese Transaktionsraten. Aber das Gehirn hat mit 10 hoch 18 Transaktionen eine wirklich hohe Leistungsfähigkeit, die variabel ist. Also das heißt nicht, dass sie auf Null runtergeht, wenn sie schlafen. Die geht auf Null runter, wenn sie sterben. Das ist richtig. Aber solange sie am Leben teilnehmen, kann die variabel sein durch Beruhigung oder auch durch Aufregung oder durch Multitasking kann diese Transaktionsrate exorbitant steigen. Und das ist genau der Punkt. Sie haben eine Parallelverarbeitung und beschicken unterschiedliche Hirnareale und können Trompete spielen und trommeln und Kreuzworträtsel machen und Musik hören, alles gleichzeitig, während sie sich auch noch bewegen oder irgendwelche Dinge reden. Das heißt, sie haben dort ein wirkliches Potenzial, mehrere und vielschichtigere Aufgaben, ganz zu schweigen vom Nachdenken und vom Tagträumen, was sie nebenbei auch noch machen und sie hören und sehen Dinge in der gleichen Zeit. Also dort sind die Transaktionen parallel angelegt und sehr variabel. Und es sind immer wieder getriggerte elektrische und chemische Prozesse, die in Wechselwirkung stattfinden.
Anders würde diese Parallelverarbeitung im Gehirn so gar nicht stattfinden. Zum Bauplan. Wenn Sie mal den Bauplan angucken, der ist eigentlich relativ banal. Das ist ein Schaltplan, wie wir ihn kennen. Das ist ein Bild von Gunther von Hagens. Der war bei mir in Heidelberg Tischpräparator. Das ist ein Rückenmark, das Gehirn hier oben dran, also ein Leichenpräparat. Und Sie sehen hier den brachialen Plexus, Sie sehen hier die Nervenverästelungen bis runter in die Finger. Und das sehen Sie genauso hier, das thorakale Rückenmark, dann hier nach unten den lumbalen Plexus und die Nerven, die bis runter in die Beine gehen. Also ein sehr, sehr schönes Präparat, mühsam herzustellen, diese Nerven da zu erhalten. Die sind relativ fragil und die ganze Körperlichkeit drumherum mal wegzunehmen, das ist technisch sicher nicht ganz einfach. Von Hagens war da relativ geschickt, das hat er schon früh professionalisiert gehabt. Aber das nochmal als schematischen Bauplan: So sind wir Menschen aufgebaut, Säugetiere im Allgemeinen, so ein Affe oder ein Hund ist ähnlich aufgebaut. Also, wir haben ein Nervensystem immer zentral, Steuereinheit, Rückenmark und von dort abgehen die peripheren Nerven. Das ist ein gängiger Bauplan, der sich evolutionär als günstig erwiesen hat. Auch die Darstellung ist eine künstliche Darstellung von solchen Pyramidenzellen, also von großen Arealen, die nochmal hier sichtbar ist. Und vielleicht als kleine Literatur aus Sicht der Patienten ein sehr schönes Buch von Jürgen Torwald, der war Allgemeinmediziner und hat auch nochmal so ein bisschen über das Jahrhundert der Gehirnchirurgen, Gehirnforscher und Seelensucher, wie er es beschrieben hat. Einzelne Patientengeschichten aneinander geheftet, aber für jemanden, der mal so ein bisschen aus Sicht der Patienten gucken möchte, ein spannendes, wirklich lesenswertes Buch. Nochmal den Überblick Nervensystem. Wir teilen das Nervensystem ein. Ich hatte es vorhin ja gezeigt, in ein zentrales Nervensystem, ZNS, auch das Passwort passt deswegen, zentrales Nervensystem. Dazu gehört, nur dass es der Klassifikation nach nochmal ausgesprochen ist, Gehirn, die Hirnnerven und das Rückenmark. Bei den Hirnnerven kann man darüber streiten. Ich habe es vorhin mal, wenn jemand genau zugehört hat, auch im Nebensatz erwähnt. Es gibt Hirnnerven, die am Austritt des Gehirns noch zum zentralen Nervensystem gehören und dann in der Peripherie, wo sich die Myelin, also die Hüllsubstanz drumherum ändert, dann eigentlich eher den peripheren Nerven zugeordnet sind. Aber Sie können eigentlich mal für sich abspeichern, die Hirnnerven zählen eigentlich jetzt mal im Groben betrachtet zum zentralen Nervensystem, genauso das Rückenmark. Das periphere Nervensystem, das ist wirklich das System, das die Reizleitung in der Peripherie, also an den Fingern, an den Armen, wie vorhin in dem Präparat gezeigt, nochmal, die wirklich die Kabelfunktion in die Peripherie bewerkstelligt. Und dann der dritte Spieler, ein ganz wichtiger Spieler, ist das autonome Nervensystem oder vegetative Nervensystem, das man in die zwei Gegenspieler, Sympathikus und Parasympathikus, einteilt. Das sind die zwei Nerven, die im Prinzip die Arbeiten übernehmen, über die sie im Großen und Ganzen nicht drüber nachdenken. Sie denken ja nicht drüber nach, dass sich ihre Harnblase füllt und sie denken auch nicht drüber nach, dass sie jetzt ein- und wieder ausatmen müssen. Das sind diese ganzen vegetativen Funktionen, also die Funktionen, die autonom funktionieren, aber die einfach auch einen Nervenimpuls brauchen. Das heißt, ihre Lunge und auch ihr Darm braucht die Innervation, das Antriggern für die gewissen Funktionen. Der braucht die Reizleitung, also er braucht ein Nervensystem. Aber die Steuerung übernimmt mehr oder weniger nicht das Bewusstsein. Das ist ein autonomer Prozess, der funktioniert. Aber der ist auch wieder beeinflussbar. Also das Gehirn re reagiert darüber. Sie können das beeinflussen. Sie können Ihren Sympathikus und Parasympathikus beeinflussen. Genauso kann auch externe Reize den beeinflussen. Wir wissen, dass der Sympathikus der Stressnerv ist und der Parasympathikus der Ruhenerv ist. Kommen wir nachher in der nächsten Folie noch drauf zu sprechen. Also da gibt es auch unterschiedliche exogene Faktoren, die dieses Nervensystem beeinflussen oder auslösen oder induzieren können. Nochmal zum Bauplan. Hier nochmal sehr schön das Großhirn gezeigt, hier hinten das Kleinhirn, Hirnstamm und die Brücke, die dann übergeht in das obere Halsmark, in das Thorakal oder das Brustmark und dann hier unten ungefähr bei LWK1, LWK2
endet das Rückenmark und es gehen ab da nur noch mehr periphere Nerven, die Nervenwurzeln für den sakralen Plexus, dann nach unten. Also so sieht das dann aus. Diese Nervenwurzeln, die dann das zentrale Nervensystem verlassen, wo dann ein Bandscheibenvorfall oder hier unten auch ein Bandscheibenvorfall drauf drücken kann, das dann einen maximalen Nervenschmerz macht. Das sind dann schon periphere Nerven, die nach draußen laufen, die dann das Wunderwerk Wirbelsäule verlassen. Nochmal der Bauplan da und Sie sehen hier seitlich auch nochmal das autonome Nervensystem. Wir sehen hier nochmal den Parasympathikus, der so strickleiterartig neben der Wirbelsäule liegt. Auch der Parasympathikus hier mit dem Plexus solaris und den weiteren Nervengeflechten, die hier sichtbar sind. Und das ist die gängige Innervation. So sieht so ein menschlicher Bauplan aus. Das heißt, das werden Sie nicht abgefragt bei der Prüfung, brauchen Sie keine Angst haben. Das ist auch beim Säugetier so. Also das heißt, Sie können dann, und das macht ja auch den Reiz der Neurologie aus, also wenn jetzt der Patient Ihnen sagt, mein Daumen ist taub, dann kann es natürlich sein, dass er irgendeine Schnittverletzung hier am Daumen hat, aber es kann auch gut sein, dass er einen Schaden am Plexus hat, das heißt vielleicht an der Schulter irgendwas oder was, ein Tumor, der da drauf drückt oder eine Gefäßmissbildung oder weiter oben, dass der Nerv, der direkt aus der Wirbelsäule rausgeht, einen Schaden hat oder wenn man noch mal ganz nach oben geht, möglicherweise eine Verschaltung hier oben im Gehirn hat. Also das heißt, Sie müssen dann anhand dieser geschilderten Symptomatik, tauber Daumen, können Sie, wenn Sie die Anatomie wissen, rückkoppeln, wo könnte die Läsion sein. Und das ist das Muster, was Sie immer wieder jetzt auch bei der Vorlesung merken werden. Man geht so von dem Bauplan zurück, so ist die Physiologie, also so ist das, wie es funktioniert im gesunden Zustand. Und wenn einer beklagt, dass das nicht mehr so ist, wie es mal war oder wie es sein soll, kann man Rückschlüsse daraus ziehen, was im Endeffekt dran kaputt gegangen sein kann oder wo die Läsionsstelle liegen kann. Das ist der Reiz solcher anatomischen Betrachtungen. Und also Sie wissen ganz genau, dass der große C zählt zum L5-Nerv. Das ist der Nerv, der hier drüben rausgeht. Sie wissen ganz genau, der S1-Nerv, der macht die Fußaußenkante, der macht die kleine Zehe. Genauso wie Sie wissen, selbst wenn Sie ihn im Gips untersuchen, dass C8 der kleine Finger ist, C7 ist hier der böse Finger, C6 ist Daumen und Zeigefinger. Also Sie kriegen allein anhand der schlechten Beweglichkeit oder der gestörten Sensibilität, und dann sind wir wieder bei den Begriffen motorische Störung oder sensible Störung, können Sie rauskriegen, wo die Stelle sein könnte, die geschädigt ist. Also das werden Sie selbstverständlich nicht abgefragt bei der Prüfung, aber das ist nur nochmal, dass Sie sehen, anhand der anatomischen Überlegungen kann man Rückschlüsse auf Malfunktionen oder Schlechtfunktionen ziehen. Die Hirnnerven, ich hatte es Ihnen vorhin gesagt, es gibt 12 an der Zahl und es war lange unbekannt. Die ersten im Mittelalter, die sich getraut haben, so einen Kopf aufzumachen, haben die dann letztendlich klassifiziert und gefunden. Man findet die an der Schädelbasis alle 12. Wir werden ja, im Prinzip bei den Sinnesorganen nochmal drauf zu sprechen kommen, weil Sie werden nachher sehen, wie viel fürs Auge zuständig ist. Der erste Hirnnerv, Nervus olfactorius, der ist fürs Riechen zuständig, der zweite ist fürs Sehen, der dritte bewegt fast alle Augenmuskeln, der vierte gehört hier dazu, vierter und sechster ist der Trochlearis und Abduzens. Der fünfte ist der Trigeminusnerv, der ist im Gesicht zuständig. Sie werden nachher, ich zeige Ihnen eine Operation an dem Trigeminusnerven. Dann der Nervus facialis, der siebte Hirnnerv, der für die gesamte Muskulatur im Gesicht zuständig ist. Das kennen Sie vielleicht bei dem einen oder anderen, der eine Nervenlähmung im Gesicht hat, wo der Mundwinkel runterhängt oder das Auge weit aufsteht. Bei einer Lähmung des Nervus facialis spielt die Gesichtsmuskulatur nicht mehr symmetrisch mit. Oder dann der achte Hirnnerv, der Hör- und Gleichgewichtsnerv, der neunte, der fürs Schlucken und für den Rachen zuständig ist, der Vagus ist der zehner. Der Nervus accessorius ist derjenige, der für die Rotation des Kopfes und auch fürs Heben der Schultern zuständig ist. Ich sage immer, das ist der klassische Prüfungsnerv für die mündliche Prüfung. Also Sie können da Ihre Schultern anheben, das ist der Nervus accessorius. Und dann der Hypoglossus ist derjenige, der die Zunge bewegt, also hin und her bewegt. Also Sie sehen, diese 12 Hirnnerven machen viel Funktionen und anhand der Ausfall des einen oder anderen Hirnnervens kann man auch sehr schön nachweisen, wo das Problem liegen könnte. Also Sie wissen dann zum Beispiel, wenn jetzt hier vorne irgendein Tumor sitzt oder irgendein Schädel-Hirn-Trauma war, dass der Einser nicht mehr funktioniert oder der Zweier, wenn Sie es nicht mehr sehen können. Also das sind alles Rückkopplungen,
die sie aus den Störungen kriegen. Nochmal, ich hatte es gerade erwähnt, das Auge, wirklich ein kleines, etwa 24 mm messender, kugeliger Ball, ein ganz wichtiges Organ. Wir sind alles visuell getriggerte Tiere. Der ist für ganz, da laufen ganz viele Nerven hin. Ich hatte es ja gesagt, der Dreier, der das Auge bewegt, der auch den Lidheber macht, der für die Tränenflüssigkeit zuständig ist, dann der Abduzens, der nach außen zieht, der Trochleus, der nach innen zieht. Und der Fünfer ist auch zuständig fürs Gesicht, also der Trigeminus, der hat auch auf der Kornea seine Repräsentation. Und das wissen Sie auch, wenn Sie was ins Auge kriegen, das ist ein extrem schmerzhaftes und auch ein nachweisliches Phänomen. Sie meinen ja mal, das wären, Sie kriegen einen Backstein da drin, das ist ein kleines Stückchen, was da drin ist. Also Sie sehen, wie hoch innerviert, wie hoch sensibel innerviert das Auge und die Gegend um das Auge ist. Gut. Dann nochmal spannendes Thema, das kann man jetzt sehr schlecht zeigen. Man kann die Reflexe immer sehr schön zeigen. Das habe ich normalerweise in der Vorlesung, habe ich immer das Reflexhämmerchen ausgepackt und man kann das den Leuten ein bisschen ansehen, ob sie ein höheres oder niedrigeres Reflexniveau haben. Also Oliver Kahn hat kein so hohes Reflexniveau. Als ich ihm gegen die Kniescheibe geklopft habe, hat er keinen massiven Reflex gehabt, obwohl es immer in der Sportschau hieß, er hätte gute Reflexe. Das ist aber, by the way, was anderes. Also hier nochmal sehr schön. Die Hinterwurzel und die Vorderwurzel, also die sensorische und die motorische Wurzel, die dann in das Rückenmark hineinziehen. Und man kann den Nerv dann testen, indem man zum Beispiel jetzt auf die Sehne von der Patella klopft und kann dadurch eine motorische Antwort auslösen. Das ist was jetzt im Videochat schlecht nachweislich ist, aber was man sehr, sehr schön im Praktischen nachweisen kann. Nerven sind jetzt nicht einfach Kabelverbindungen. Können Sie sich ja vorstellen, so ein Kabel, wenn es an einer Stelle blank ist, dann leitet es nicht mehr richtig oder macht einen Kurzschluss. Aber so ein Nerv, der braucht ja auch Information, der braucht auch Ernährung, der braucht Blutzufuhr. Also wir sehen, mit dem Nerven laufen auch immer Gefäße, die sauerstoffhaltiges Blut bringen, also arterielles Blut bringen. Aber die müssen auch das abtransportierte Blut wieder wegschaffen, also Venen. Das heißt, sie brauchen Nährstofflieferanten, Sauerstoff plus, ja in dem Fall Adenosintriphosphat als typisches Energiemolekül. Und genauso müssen sie dann auch wieder den Nerv entsorgen, sauerstoffarmes Blut und auch das ADP wieder wegschaffen. Also es ist kein banales Kabelstück, sondern ein lebendiges Gewebe, wie so viele auch. Genauso die Haut mit ihren Rezeptoren, da werden wir im Rahmen der Sensorik nochmal im Einzelnen drauf zu sprechen kommen. Periphere Nerven sind was Dankbares für den Neurochirurgen. Die kann man zusammennähen, die kann man wieder anschließen, die kann man dekomprimieren, jetzt hier beim Karpaltunnelsyndrom. Also das ist was sich sehr gut chirurgisch behandeln lässt. Alles, wie gesagt, am Gehirn und am zentralen Nervensystem, am Rückenmark, ist chirurgisch nicht behandelbar. Und jeder weiß, auch so ein durchtrenntes Rückenmark im Rahmen von einer Querschnittslähmung ist was Finales. Das ist heutzutage trotz anderslautender Bild-Zeitungsberichte immer noch nicht regenerierbar oder restaurierbar oder wieder anschließbar. Das sind definitive Schäden, weil einfach das Gehirn, das zentrale Nervensystem, seine Regenerationspotenz verliert. Das hat es verloren bereits nach der Geburt. Und da wächst nichts mehr zusammen, da entsteht nichts Neues. Das heißt, das zentrale Nervensystem bleibt dann für immer geschädigt. Die Querschnittslähmung ist etwas leider Gottes bis heute Irreversibles. Auch wenn es Berichte gibt, dann ist es nie eine ganze Schädigung gewesen, sondern eine Teilschädigung. Aber das ist definitiv nichts, was regenerierbar oder gar chirurgisch restaurierbar wäre. Anders, der periphere Nerv, der kann adaptiert werden, der kann zusammengenäht werden. Und dann gibt sich eine Leitschiene und in dieser Leitschiene kann der Nerv wieder nach unten wachsen, der hat das Regenerationspotenzial und der kann dann wieder Anschluss finden und so auch wieder eine nervale Innervation funktionieren. Das heißt, ein angenähter Finger oder angenähte Hand mit der adäquaten nervalen Versorgung ist wieder regenerierbar, restaurierbar. Da ist die Chirurgie erfinderisch, da ist die Chirurgie auch erfolgreich. Nochmal zu unserem autonomen oder vegetativen Nervensystem. Ich hatte es erwähnt, alle unsere Organe
inneren Organe sind versorgt. Jeder, der schon mal Blinddarmentzündung hatte, jeder, der schon mal zu viel gegessen hatte und die Spannung des Magens wahrgenommen hat, weiß, dass auch die inneren Organe sensibel versorgt sind und auch über das vegetative Nervensystem versorgt. Also ein Schmerz, wenn Sie ein Magengespür haben, das spüren Sie. Die Säure des Magens lötet in ein Loch dort rein. Das ist ein massiver Schmerz. Sie spüren das. Auch das innere Organsystem ist sensibel innerviert. Aber wie gesagt, auch das vegetative Nervensystem ist zuständig. Und wir wissen das, dass Tränenflüssigkeit, jeder, der schon mal geweint hat, das weiß, dass das ein autonomer Prozess ist. Der ist triggerbar. Jeder weiß auch, dass der Herzschlag beeinflussbar ist unter Stress bei der Prüfung. Sie haben eine vermehrte Pumpfunktion, Sie haben einen erhöhten Herzschlag, erhöhten Rhythmus, erhöhte Frequenz des Herzens. Sie haben unter Stress auch Ein- und Ausatmen verstärkt. Also die Lunge wird getriggert oder der Nerv, der die Lunge triggert. Ganz genauso, wenn Sie zur Ruhe kommen, also der Sympathikus zur Ruhe kommt und der Parasympathikus übernimmt, haben Sie das autonome Nervensystem der Verdauung innerviert. Das heißt, in der Ruhe funktioniert mehr der Verdauungstrakt. Das ist dann innerviert der Darm und der Dünndarm und auch Leber- und Bauchspeicheldrüse. Also da ist immer eine gegenseitige Beeinflussung, so wie Yin und Yang in der traditionellen chinesischen Medizin. Also Sie haben dort Sympathikus, zum Beispiel der Stressnerv, eine Pupillenerweiterung, also unter Stress wird die Pupille weit, parasympathisch, ganz klassisch, Pupillenverengung. Und genauso, wenn Sie unter Stresssituationen einen trockenen Mund haben, also das heißt, die Speicheldrüsen sind dann eindeutig gehemmt, ganz genauso, wenn Sie ruhig sind und sich aufs Essen freuen, haben Sie eine Aktivierung der Speichelsekretion, ganz genauso Herzfrequenzbeschleunigung unter Stress beim Sympathikus, Verlangsamung am Herzen unter Ruhe. Also so können Sie in Ruhe nochmal durchgucken, bis hin zur Aktivierung des Darmes unter parasympathischen Bedingungen oder Hemmung des Verdauungsprozesses unter Einfluss des Sympathikus. Also die beiden Gegenspieler, Stress und Ruhe, Sympathikus und Parasympathikus, die für die autonomen Funktionen notwendig sind, weil sie machen sich ja keine Gedanken darüber, wie funktioniert die Ausschüttung vom Insulin in der Bauchspeicheldrüse und wie funktioniert der Nahrungstransport vom Magen in den Darm. Das sind alles autonome Funktionen, die ablaufen, ohne dass sie das willkürlich und aktiv beeinflussen. Gut, dann werde ich auch immer gefragt, an dem Moment, ist das alles prüfungsrelevant? Wenn ich jetzt sagen würde, nein, wäre es gelogen. Ja, Sie müssen selbstverständlich jetzt nicht detailliert wissen, was der Nervus oculomotoris am Musculus rectus superior macht. Das traue ich mich manchmal gar nicht, die Kollegen in der neurologischen oder neurochirurgischen Facharztprüfung zu fragen. Aber Sie brauchen im Prinzip so ein bisschen ein Rüstzeug, wenn Sie diese Folien nochmal angucken, wenn Sie die Vorlesung gehört haben, ist eigentlich 90% der Prüfungsfrage oder Fragen gut beantwortbar. Es gibt natürlich immer ein paar Fragen, ein oder zwei Fragen dabei, die klassifizieren so ein bisschen, ob sich einer neben raus noch beschäftigt hat mit den Folien, der so ein bisschen weitergehen guckt. Es muss ja ein Belohnungssystem mit dabei sein. Also wenn Sie über den Tellerrand der banalen Vorlesung respektive der Vorlesungsfolien hinausgeguckt haben, dann erreichen Sie auch da die Maximalpunktzahl. Aber durchfallen tut eigentlich keiner, der sich mit den Prüfungsfolien, mit den Vorlesungsfolien beschäftigt. Die Prüfung ist dann auf alle Fälle handzahm und bewerkstelligbar. Gut, lassen Sie mir noch ein paar Sätze zur Neurochirurgie. Das ist zwar ein Loch im Kopf, das ist eigentlich im weitesten Sinne eine Trepanation, also eine Eröffnung des Schädels, aber das ist was nicht aus, ja, medizinisch heilerischem Ansatz, heilerisch möchte ich vorsichtig sein, aber nicht aus klassischem neurochirurgischem Ansatz gelaufen ist. Das ist eine rituelle Trepanation an einem uralten Inka-Schädel gewesen, hergeführt oder herbeigeführt mit so einem Tumi, mit so einem Wiegemesser. Sehen Sie an den Schnittkanten, dort ist quasi das dritte Auge eröffnet worden, häufig. Das gibt es mitunter heute noch, so ein paar Verrückte, die im Internet
nachfragen, ob sie sich ein Stück Schädelkalotte raustrennen lassen. Das war ein wertvolles Medaillon, was dann auch von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Also wenn einer da ein Stück Schädelkalotte rausgetrennt bekommen hat. Es haben, wie gesagt, einige überlebt, oder sogar viele überlebt. Man sieht es an den abgerundeten Kanten, dass es überlebt worden ist. Das ist sehr, sehr lange her. Mittel- und Südamerika, auch hirnchirurgische Eingriffe gab es auch im Mittelalter. Das war von der Kirche verboten, die Öffnung des Kopfes, aber es wurde auch Charlatanerie betrieben. Es wurden irgendwelche Tiere und Steine entfernt, die aus dem Ärmel gezogen waren. Von ja nicht unbedingt Neurochirurgen, sondern eher von ja, so Zauberei-Künstler fahrenden Scharlatanen, die viel Geld dafür verlangt haben und dem einen oder anderen durchaus geholfen haben, weil psychosomatische Erkrankungen gab es bekanntlich schon damals. Im Mittelalter hat sich die Hirntraumatologische Hirnchirurgie weiterentwickelt. Also Krieg und Vernichtung waren schon immer wichtige Triebfedern, um sowas zu verbessern. Hier Hebung von so einer Impressionsfraktur, der hat aber schon ein neurologisches Defizit. Für den geeigneten oder geschulten Gucker fällt auf, dass er schon eine Abweichung der Augenstellung hat. Also der muss auch schon nicht nur einen Knochen, sondern auch einen Gehirnschaden davon getragen haben. Auch dass die Zunge so abweicht nach außen, spricht auch dafür, dass er wahrscheinlich schon ein Hirnnervendefizit hat, also eine schwerwiegendere Blutung. Und wenn man nur den Karosserieschaden, wenn ich das mal so despektierlich sagen darf, also die Hebung der Kalottenfraktur behandelt, ist das wahrscheinlich keine adäquate Behandlung gewesen. Aber das ist jetzt frei interpretiert. Also, Sie werden in der Vorlesung ein bisschen lernen über die Komplexität des Gehirns, auch die Irreversibilität der Schädigung. Und wie gesagt, wenn Sie mit dem Eindruck des Wunderwerks, was Sie in sich tragen, profitieren, dann haben Sie ganz, ganz viel gelernt. Auch das nochmal eine kernspintomografische Darstellung, die über Aktivitätsmuster sich darstellt. Das heißt, wo man gewisse Anreicherung von sauerstoffhaltigem Blut sieht und dann einfach darüber Funktionalität darstellen kann. Also das heißt, man kann in gewissen Arealen dann Aktivitäten messen und kann denen dann eine Art Kartografie zuschreiben. Das heißt, wir haben letztendlich sind dabei, in der kernspintomografischen Untersuchung das Hirn zu kartografieren und genauer kennenzulernen. Schwierig wird es für solche kognitiven Leistungen, weil da leuchten ganz viele Areale auf, weil da sind ganz viele Verschaltungen auch da. Beim Merken, bei Ekforieren und bei Abrufen von Informationen, sodass es häufig auch zeitlich nicht in der adäquaten Reihenfolge dargestellt werden kann. Das ist was, was mit der verbesserten Auflösungsfähigkeit der 3-Tesla-Maschine vielleicht in den nächsten Zeiten besser wird. Aber da sind wir trotzdem noch auf ja, Basisinformationen angewiesen. Auch die Erforschung der Bahnsysteme ist ein spannendes. Wie ist die Verschaltung untereinander? Das ist für viele Areale noch nicht ganz geklärt. Auch unter Hirnschnitten ist es nicht ganz zu klären, wie die Bahnen funktionieren. Da gibt es mittlerweile sehr, sehr schöne Darstellungen, auch kernspintomografisch, wo man sagen kann, was ist miteinander verlinkt, was ist miteinander vernetzt. Das bietet auch wieder Informationen, um das Gehirn besser kennenzulernen und auch den Informationstransfer im Gehirn besser kennenzulernen. Impliziert auch die Maßnahmen, die in letzter Zeit immer häufiger werden. Das heißt, das ist so ein bisschen ein Science-Fiction-Bild. Chips zu implantieren, aber auch etablierte Methoden wie Behandlung von Parkinson oder auch Implantation von Elektroden bei Suchterkrankungen oder auch bei Stoffwechselerkrankungen. Da sind viele Forschergruppen dran. Da gibt es ein paar bahnbrechende Ergebnisse für Zwangsstörungen, auch für Sucht. Da bin ich ganz gespannt, wie es in den nächsten Jahren, aber da muss man wahrscheinlich eher in Dekaden denken, in den nächsten Jahrzehnten weitergeht. Also das Hirn als ja, elektrochemische Schaltzentrale unseres Seins, unseres Planetens, das ist ein spannendes Thema. Und ich habe im letzten Jahr nach einer Verletzung und einer Auszeit, wo ich zu Hause sein musste, das Bein hochlegen musste, auch so einen ja, neurogetriggerten Science-Fiction-Roman geschrieben. Es ist aber eigentlich eher ein Krimi geworden. Es ist gar nicht so arg Science-Fiction. Es guckt zwar in die eine oder andere Zukunft, es guckt so in die eine oder andere, ja, medizinischen Abgrund, hätte ich mal fast gesagt. Es ist ein
Neuroscience-Fiction-Thriller, aber die Betonung liegt eher auf Krimi. Für einen, der die Vorlesung spannend findet, der kann durchaus auch das Buch spannend finden. Ich muss mir überlegen, ob es vielleicht Hörerscheine gibt dafür. Wäre mal eine Idee. Also gucken Sie mal rein, determinus.de. Das ist so die Homepage für diejenigen, die ein bisschen Spaß dran haben, da mal. Das kommt nicht in der Prüfung, wenn ich das nur vorher gesagt habe. Also brauchen Sie keine Angst haben. Sie werden nicht über Determinus abgefragt bei der Prüfung. Gut, dann noch ein bisschen eingestiegen in die Klassifikation Anatomie, Physiologie, Pathologie und dann Therapie. Also das ist immer wieder das Muster, das Sie erkennen werden. Also versuchen Ihnen die Architektur, die Bauweise des Organs bzw. des Nervenabschnittes zu zeigen, einen groben Plan, wie der funktioniert, einen groben Plan, warum er an manchen Stellen nicht richtig funktioniert und die Option zu zeigen in den späteren Vorlesungen, was kann man dagegen unternehmen, sei es medikamentös, sei es operativ und auch den Weg dahin zu verfolgen, wie kriege ich das raus, die Diagnostik, die ja häufig auch spannend sein kann bei dem Ganzen. Nochmal zur Anatomie, Gehirn, Rückenmark, Nerven, das hatte ich Ihnen ja gezeigt. Und auch der Sinnesorgane, die letztendlich dann das Gesamtbild eines Menschen abgebens. Auch nochmal der Weg Physiologie, das heißt einfach, wie ist die adäquate Funktionsfähigkeit? Wie funktioniert es richtig? Der nächste Punkt ist die Krankheitslehre. Warum oder wie funktioniert es falsch? Wir wissen das bei vielen Sachen, bei Tumoren. Wir wissen zum Teil, wie sich Tumoren auswirken. Wir wissen nicht oder fast bei wenigen oder nur bei ganz wenigen Tumoren, warum sie definitiv entstehen. Auch am Hirn ist es ein Manko. Das heißt, das Gehirn hat eigentlich keinerlei Chance, irgendwie zu wachsen. Und wenn dort irgendwas anfängt zu wachsen, ist es nichts Gutes. Dann ist es was, was pathologisch ist, wenn dieser Mechanismus ausgeschaltet wird, dass Nervenzellen sich teilen an der Stelle, dann sind sie in aller Regel Tumorzellen. Also da gibt es ganz verrückte Ansätze und auch verrückte Erklärungsversuche, das hinzubekommen. Aber letztendlich wissen wir, dass viele Erklärungsmodelle dafür unzureichend sind und nicht richtig das wiedergeben, was wir in real dann sehen. Die Diagnostik ist ein wichtiger Punkt. Also wie finden wir das heraus, was nicht funktioniert? Spannend ist auch, wie finden wir heraus, wie es richtig funktioniert. Also das ist immer häufig am Menschen ganz banaler Vergleich zwischen rechts und links oder oben und unten. Das heißt, man guckt sich an, wie es an der Stelle adäquat funktioniert und man guckt sich dann an, wie es nicht mehr funktioniert. Dazu kann man, wenn man es am Hirn halten möchte, die beiden Hirnhälften miteinander vergleichen oder man kann rechte Hand gegen linke Hand vergleichen oder rechtes Bein gegen linkes Bein und kann dann auch Nerven unterschiedlicher Leitfähigkeit, warum das am Arm anders ist als am Bein messen. Und dann daraus strickt man sich dann als Neurochirurg oder als behandelnder Arzt dann das Therapieregime und daraus werden Sie dann auch sehen, wie detailliert es sein muss von der Anatomie über die Physiologie, wo ist es pathologisch, was ist pathologisch, das also wie gesagt als diagnostischer Baustein herauszufiltern und dann die Behandlung danach auszurichten, die Behandlung quasi individualisiert darauf zurechtzuschneiden. Das ist im Prinzip das Themengebiet und das ist das Tagesgeschäft, mit dem wir uns auseinandersetzen als therapeutische Ärzte. Und das werden Sie an dem Tag nochmal, hoffentlich im Juli, wenn es bis dahin machbar ist, gezeigt bekommen. Vielleicht gerade nochmal, ich hatte das Rückenmark als Bestandteil des zentralen Nervensystems erwähnt. Das Rückenmark ist diese schmetterlingsartige Konfiguration aus grauer und weißer Substanz. Das ist alles Bahnen, die nach oben und unten leiten und die den Nerv nach draußen schicken. Also das ist jetzt hier der sensible Nerv, der mit der sensiblen Information reinläuft. Und das ist der motorische Nerv, der mit der Information nach draußen läuft. Eigentlich wunderbar geschildert, wunderbar abgeschirmt und perfekt eingepackt von der Wirbelsäule. Ein wirklich sehr gut ausgeklügeltes System aus Knochen. Dazwischen sitzen die Bandscheiben, die dann die Elastizität und die Beweglichkeit generieren. Also eigentlich perfekt geschützt in so einem mobilen Panzer,
Wir verstehen es heutzutage wunderbar, diesen Panzer aufzubrechen durch irgendwelche Aktionen, die, ja, ob sie notwendig oder unnotwendig sind, sei mal dahingestellt. Vom Mountainbiken auf 90 Grad Downhill-Strecken bis hin zum Bungee-Springen und vom Springen von riesengroßen Höhen in flaches Wasser. Aber wir kriegen es schon hin, dass dieses perfekt evolutionär austarierte Konstrukt dann doch zu schädigen ist durch Hochrasanztraumen. Also die Wirbelsäule ist normalerweise ein sehr gutes Schild, um dieses hochempfindliche zentrale Nervensystem zu schützen. Es liegt dann noch die harte Hirnhaut drumherum und das hängt auch noch oder liegt dann auch noch in dem Hirnwasser. Also es ist wirklich perfekt geschützt, um vor traumatischen Ereignissen protegiert zu werden. Aber es können sich trotzdem Tumoren bilden, es können sich Infektionen über das Hirnwasser bilden, es können auch Infektionen über viral über die Nerven einwandern. Also da werden wir im Einzelnen noch drauf zu sprechen kommen bei den neurologischen Krankheitsbildern. Ich hatte Ihnen gesagt, es wird auch immer der technische Bezug hergestellt zwischen Medizin und in dem Fall jetzt Informatik, also diese Neuroschnittstelle. Und Sie werden auch immer den Praxisbezug zu sehen, was ist technikgetrieben und was ist medizinisch getrieben. Auch die ganze Medizintechnik, das wird später in den Vorlesungen nochmal kommen, die ganze Apparatemedizin, der Gerätebau, auch die Prothetik ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Instrumententechnologie, auch Ultraschalltechnik, Technik für Großgeräte wie Kernspin- und CT-Geräte, die wirklich ganz spezifisch sind. Und wir haben hier, und das wird häufig sehr, sehr, ja, ich würde fast sagen, zu wenig geschätzt. Silicon Valley ist in aller Munde, aber dass wir eigentlich so im Südwesten, Tuttlingen ist eigentlich ein wirklich ganz, ganz großer Cluster für die Medizintechnik. Wir haben sehr viele mittelständige und auch ein paar große Medizintechnikunternehmen dort, die absolute Weltmarktführer sind, sei es in der Endoskopie, sei es im Instrumentenbau und auch bei speziellen Ultraschallanwendungen. Also dort gibt es wirkliche Global Player, die so ein bisschen unterrepräsentiert sind. Also da sind auch ein paar aus der Vorlesung hier untergekommen. Also selbst wenn Sie da langfristig nochmal eine Frage haben hinsichtlich des einen Unternehmens oder des anderen, da sind auch Praktika mal vermittelbar. Da können Sie sich gerne auch, wenn Sie wollen, über diese Adresse nochmal an mich oder an uns wenden. Gut, ich hatte es gesagt, Diagnostik und Therapie eigentlich ein, ja, in einem Satz genanntes Verfahren. Man versucht auch immer relativ zügig von der Diagnostik zur Therapie zu kommen. Das können Sie sich nachvollziehen, wenn einer irgendeine schwere Erkrankung hat, dann will man schnell wissen, was es ist. Und man will genauso schnell auch therapieren. Und da sind die ganzen Computer- und bildgeführten Assistenzsysteme von großer Relevanz. Also immer wieder der Bezug Mensch-Maschine, diese Schnittstelle ist ganz wichtig. Dieser Spruch von Alfa Romeo, ohne Herz wären wir nur Maschinen, aber ohne Hirn wären wir schreckliche Geschöpfe. Das muss man einfach mal so konstatieren. Ich hatte es gesagt, Neuroprothetik ein wichtiges Thema und ich hatte es auch schon in dem einen Bild erwähnt, die Tiefenhirnstimulation, ein interessantes Verfahren, zum Beispiel um den Morbus Parkinson zu behandeln. Das heißt, wir legen kleine, feine Elektroden in die Substantia nigra oder in der Hirnbasalganglien-Kerngebiete und können dort durch feine Stromimpulse, kleine Rechteckimpulse im Prinzip Krankheitssymptome wie Tremor. Also Sie können das richtig sehen, währenddem die Elektrode dort runtergeschoben wird und exakt an die vorberechnete Stelle kommt. Der Patient wird in Lokalanästhesie operiert, der zittert. Häufig kommt man dann an das Bereich und dann hört das Zittern auf. Beginnt dann aber wieder, weil die Elektrode erst anfänglich inaktiv ist. Erst wenn der Strom draufgegeben ist, man kann das förmlich sehen, man schaltet das Aggregat an und das Zittern ist weg und man schaltet es ab und das Zittern beginnt wieder. Also das spricht dafür, dass die Lage der Elektrode dann ganz korrekt ist. Also da gibt es ganz hochpotente und erfreuliche therapeutische Effekte. Das Gleiche für die Tiefenhirnstimulation scheint wirklich bei der Depression zu funktionieren. Da scheint man eine Stimmungsaufhellung hinzukriegen. Auch für ja, dystone Bewegungsstörungen oder ja, schwere extrapyramidale Symptome. Das scheint auch sehr, sehr gut zu funktionieren.
Hauptproblem ist immer noch, dass bei vielen Erkrankungen ein relativ konstanter Stromfluss da sein muss. Das heißt, die Batterien erschöpfen sich relativ schnell. Die Elektroden sind immer noch relativ dick. Da wird sich ja in den nächsten Jahren baulich sicher einiges tun. Also da ist auch vielleicht auch Ihre Expertise gefragt, da weiter in der Medizintechnik zu forschen und zu arbeiten, um da dem anderen Patienten in der Zukunft Hilfestellung zu leisten. Neurochips ist so ein Typ, da erinnere ich gerade nochmal an das Determinus-Buch, das spielt so ein bisschen mit der Idee, Gehirn zu erweitern, Gedanken zu speichern oder Informationen zu speichern. Wir wissen es, dass solche Neurochips funktionieren. Das Cochlea-Implantat ist ein Neurochip, das heißt, man schiebt eine kleine Elektrode in die Gehörschnecke, also direkt hier hinein, und kann dann über abgegriffene Frequenzen und über eine Antenne nach außen kommunizieren. Das heißt, es können beim Resthörvermögen und vor allem beim intakten Innenohr können Impulse wahrgenommen werden. Das heißt, man kann das Gehirn wieder restaurieren. Die Idee ist natürlich die Memory Augmentation, also Gehirnleistung zu speichern, auch gegen den Verfall. Forschergruppen, die sagen, möglicherweise ist Alzheimer dadurch auch partiell zurückdrehbar oder länger aushaltbar, wenn so Gedächtnisleistung gespeichert werden kann. Das glaube ich jetzt nicht. Das ist so ein komplexes Bild der Alzheimer, das nicht nur der Gedächtnisverlust ein Problem darstellt. Aber möglicherweise, und das ist auch bewiesen, dass die ersten Neurone auf solchen Chips wachsen und dass man damit vielleicht auch irgendwo eine Schnittstelle herstellen kann zwischen industriell hergestellten und angefertigten Chips zu neuronalem Gewebe. Wenn diese Schnittstelle funktionieren würde, dann könnte man sich ganz viele Science-Fiction-Modelle vorstellen. Heutzutage geht es nur über solche Arrays, über solche kleinen, spitzen, ja, Elektroden, die man ins Gehirn invasiv hineintut. Das hat den großen Nachteil, dass es als Fremdkörper vom Gehirn wahrgenommen wird, dass sich Narben drumherum bilden, auch um diese ganz feinen Elektroden, und dass irgendwann die Stromstärke immer erhöht werden muss und dass dann doch irgendwann das Narbengewebe so stabil ist, dass der Informationstransfer zum Chip oder zu den Kabeln nicht mehr richtig funktioniert. Also selbst diese super, super feinen Nadeln machen einfach eine Störung am Gewebe. Also das heißt, die Schnittstelle zwischen Gehirn und Technikgewebe, also zwischen Kabel und Computer und biologischem Gewebe, die ist absolut ungelöst und ungeklärt. Auch dieses BrainGate-Projekt, spannendes Projekt, wo man mit Hilfe von Gedanken die Maus am Computer steuern kann, das funktioniert, weil sie generieren ein gewisses einen Stromimpuls, ein Areal. Mittlerweile geht es sogar durch die Kalotte durch. Sie können das durch eine aufgeklebte Elektrode sogar mittlerweile steuern. Früher musste man da noch ein Loch im Kopf bohren, um nah an das Hirn ranzukommen. Das geht mittlerweile wenig invasiv. Also da sind auch für solche hochquerschnittsgelähmten Patienten durchaus Modelle denkbar, die in der Zukunft Hirnleistung nach extern transportieren. Die ganze Palette, hätte ich fast gesagt, an Ersatzteilen, sei es künstliche Hirnhaut, wie jetzt hier diese Dura, die eingenäht ist, die transparent ist, oder Bandscheiben oder künstliche Haut oder künstliche Herz oder Herzklappen, da tut sich ganz viel. Auch diese Aneurysma-Operationen werden in der Zukunft voraussichtlich der Vergangenheit angehören, dass man nämlich solche Gefäßstützen implantieren kann oder diese Aneurysmen mit solchen Coils, Platinspiralen ausschalten kann. Oder wie erwähnt, künstliche Bandscheiben, aber gerade dieses Modell ist gerade im Januar vom Markt genommen worden, weil es dann doch irgendwelche Alterungen von diesem Kunststoffkern gezeigt hat und die ersten Prothesen, die jetzt über 10 Jahre implantiert worden sind, doch ein Problem darstellen. Also da ist ganz viel Luft nach oben, da ist ganz viel technisches Know-how, da ist ganz viel Entwicklungsarbeit notwendig, um solche Produkte möglichst dem Körper anpassen zu können, adäquat Ersatzteile liefern zu können. Das ist ein sehr, sehr innovatives Gebiet, was weiter in der Zukunft großen Bestand haben wird.
Ich hatte Ihnen gesagt, der praktische Teil, also der Klinikbesuch, der OP-Besuch, der steht an. Nur so als Vorbereitung nochmal hier, das ist zwar jetzt ein OP-Saal in Osaka. Also Sie sehen, der ist jetzt genauso mit Studenten überfüllt. Die stehen hier und die gucken dann im Endeffekt auf diese Monitore. Das ist ein bisschen älteres Bild, das ist kein Flatscreen, sondern ein richtig alter, ehrwürdiger Monitor. Der Operateur sitzt hier, die OP-Schwester ist hier, der Anästhesist ist Kaffee trinken, so wie immer. Nein, der wird irgendwo kurz mal weg sein, aber da die ganzen Studenten außenrum oder auch Assistenten, in dem Fall sind es zwei Assistenten, es können aber immer nur zwei durchs Mikroskop, Operateur und erster Assistent durchgucken. Und der Rest schaut eben auf die Monitore, so werden sie das später dann im OP auch erleben. Also jeder, der Grey's Anatomy aushält, der schafft es dann auch zu gucken. Das ist dann der Blick durchs Mikroskop auf das Gehirn. Das ist ein sehr, sehr schönes Organ, das Gehirn. Und darunter sitzt der Hirntumor. Man ahnt es nicht, dass ein bösartiger Hirntumor unter so einer schönen Oberfläche sitzt. Ich zeige Ihnen mal ein kurzes Video zum Abhärten von so einer Operation bei einer Trigeminusneuralgie. Also da geht man hinterm Ohr ein und macht eine Isolierung des Nervus trigeminus. Da werden die Haare auf die Seite gekämmt mit so einer Jodpaste. Dann wird sehen hier das Navigationssystem, dann wird die Navigation eingelesen. Das ist 13, 14 Jahre alt, auch das System ist schon uralt. Aber die Abläufe und die Abfolge sind immer noch die gleichen. Das ist jetzt die Navigation, da plant man den Zugang in die Tiefe, auch die Verkabelung, die Sie hier sehen. Also die Hirnnerven sind alle verkabelt, die Gesichtsnerven sind verkabelt, sodass man stetig weiß, was mit dem Patienten passiert. Da planen Sie jetzt mit dem Pointer nochmal in die Tiefe. Sie sehen hier auf dem Navigationsschirm, dort möchten wir hin. Der ist jetzt virtuell verlängert um 6 cm, sodass man in die Tiefe gucken kann. Hier ist jetzt die Ohrelektrode bereits drin. Das heißt, man überprüft nochmal den Faszialisnerv. Sie sehen die Ausschläge dann. Auch der Rechner ist schon ein bisschen archaisch. Also, das ist ein bisschen in die Jahre gekommen, das Video. Nichtsdestotrotz zeigt es im Wesentlichen, wie es geht. Irgendwann kommt der Hautschnitt. Also, jetzt hier hinterm Ohr wird dann die Haut eröffnet. Und dann wird der Kopf da hinten aufgebohrt. Das Knochenmehl, das tun wir nachher wieder rein. Und zum Diamantfräser wird dann die Trepanation erweitert. Also es läuft alles über Bildschirm. Und Sie gucken dann durchs Mikroskop da rein, sodass Sie immer eine Vergrößerung haben und immer genau sehen, was Sie da tun. Auch jetzt in dem Fall mit der Navigation nochmal in die Tiefe geschaut, virtuell nach unten geguckt, dass wir auch in der richtigen Richtung schauen, dass wir in die richtige Richtung gucken. Dann wird die Hirnhaut eröffnet mit so einem kleinen, riesigen Pinzette. Da läuft das Hirnwasser ab, es wird dann oben so ein bisschen abgesaugt. Das möchte man, weil das Kleinhirn fällt dann entlang der Schwerkraft nach unten. Jetzt direkt darunter kommt dann das Kleinhirn zu Gesichte. Vorsichtig aufgeschnitten. Dann wird die Hirnhaut mit einer Naht ein bisschen auf die Seite genäht, dass sie unter Spannung ist. Das, was man jetzt hört, ist die elektrische Leitung, indem man an den Nerv dran geht mit der kleinen Elektrode und direkt stimuliert und dann hört, dass der Nerv quasi Reiz leitet. Das ist das Gefäß, was auf den Nerv draufdrückt. Das liegt wie so eine Klavierseite um den Nerv drumherum und schnürt ihn ein. Dort an der Stelle hat es einen Kurzschluss gegeben. Dort an der Stelle hat der Nerv eine Kurzschlussfunktion gehabt und hat diesen massiven Gesichtsschmerz induziert. Und diese Stelle wird dann mit so einem speziellen Teflongewebe abgepolstert. Also man polstert das Gefäß vom Nerven ab. Das ist so in einer Tiefe von 6 cm. Sieht jetzt auf dem 2D-Bildschirm klein aus und Sie sehen, dass jetzt dieses Teflonstück unter dem Nerven drunter ist. Dann guckt man nochmal mikroskopisch und reizt auch nochmal den Nerv, dass da nichts passiert ist dran. Und damit hat man quasi die Kurzschlussstelle beseitigt. Das ist nochmal die Größenverhältnisse, das ist nochmal mein Daumen, der jetzt da im Bild ist. Und dann beginnt man die Hirnhaut wieder zuzunähen. Muss wasserdicht zu sein, dass dann auch hinterher das Hirnwasser wieder drin bleibt. Wird dann mit so einem Vlies abgeklebt. Das näht jetzt der Kollege schon zu. Und dann kommt dieses Knochenmaterial, das man dann rausgefräst hat, kommt wieder rein.
Sieht so ein bisschen unästhetisch aus, wie Kinderkacke, sage ich immer, aber letztendlich ist dann so, wie man es zurücklässt, Haut ist zugetackert. Also Frau Schlieben, gestern haben wir so operiert. Sieht man, dass das Video 13, 14 Jahre alt ist, da sehe ich noch deutlich jünger aus. Das Pflaster schon bewundert. Großartig Schmerzen haben Sie nicht? Nein. Auch im Wundbereich tut Ihnen nichts mehr? Ich habe die Schmerzen 6 Jahre lang gehabt, ziemlich genau 6 Jahre. Die liefen von der Nasenwurzel runter und endeten dann so in den Zähnen, sodass man zuerst davon ausgegangen ist, dass es Zahnschmerzen sind. Und zum Schluss war es so, dass die Schmerzen, also zuerst hatte ich die einschießenden Schmerzen, die wurden immer häufiger. Beim Gesicht eincremen, beim Zähneputzen, beim Essen vor allem auch, beim Sprechen. Ich konnte das linke Ohr zum Telefonieren überhaupt nicht mehr benutzen. Zum Schluss hatte ich permanente Schmerzen. Dann habe ich gesagt zu der Frau Doktor, ziehen Sie mir doch diesen einen Zahn, ich glaube, der ist es. Der Klassiker, dass die immer Zähne gezogen bekommen. Und dann hat der Herr Dr. Schnorfeld, eben der Neurologe, mich Gott sei Dank zum Herrn Professor Spetzka geschickt. Ja, immer ein bisschen Schleichwerbung. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Das ist ein wunderschönes Gefühl. Ich bin, kann nur sagen, ich bin glücklich. Ich kann Zähne putzen, ich kann Brötchen essen. Ich kann lachen, ohne dass mir das wehtut. Also es ist ein neues Leben, glaube ich. Das hat begonnen heute. Also das ist ganz interessant. Der Schmerz ist zum Teil so, wir haben Leute, die sich suizidieren bei diesen Schmerzen. Und das ist wie ein Kurzschluss, der dann ins Gesicht schießt. Der Nerv ist eigentlich dafür zuständig, Informationen zu leiten. Und wenn der da so einen Kurzschluss kriegt durch dieses Gefäß, dann kriegen die einen massiven, blitzartigen Schmerz ins Gesicht. Und den können sie triggern durch, wie gesagt, Zähneputzen. Manchmal reicht auch kalte Luft dazu. Und wenn man dann so ein Gefäß findet, was da über den Nerv läuft und das beseitigen kann, da sind die wie neugeboren hinterher. Also es ist eine sehr, sehr dankbare Operation, darf natürlich nichts passieren, aber das ist eine sehr elegante Operation. Es gibt ja so gewisse neurochirurgische Hobbys, die man hat, das zählt da dazu. Also das ist was, was eine extrem dankbare Situation darstellt. Gut, vielleicht auch nochmal ganz kurz, wir beschäftigen uns ja nicht nur mit dem Gehirn, sondern auch mit den peripheren Nerven, also die spinale Neurochirurgie. Die Klassiker sind Verengungen des Nervenkanals, der Bandscheibe, die draufdrückt auf den Nerven. Das ist auch alles eine mikroskopische, endoskopische Chirurgie, wo man dann reinguckt über so ein Mikroskop, jetzt auf das Rückenmark schaut. Auch wieder hier guckt man, das ist jetzt mein Finger, der da drin steckt, also dass die Zugänge immer minimal sind, miniaturisierte Zugänge, um möglichst den Schaden gering zu halten. Jetzt hier so eine Gefäßmissbildung im Rückenmark. Der geübte Informatiker sieht sogar schon, dass hier so eine Beule ist. Also darunter meint man, das sieht das Rückenmark nicht gut aus. Auch das Gefäßsystem sieht nicht normal aus. Also da sieht man dieses bläuliche Kavernom, das war hier schon unten dran vermutet. Und jetzt ist halt die Frage, wie gehe ich da dran? Weil das Rückenmark muss man in irgendeiner Stelle ja doch zur Seite schieben oder aufmachen. Gehe ich da rein? Gehe ich dort rein? Gehe ich da hinter dem Gefäß rein? Wo mache ich am wenigsten kaputt? Und wir haben uns dann entschieden, hinter dem Gefäß runter zu gucken, ganz vorsichtig das Gefäß auf die Seite. Und da sieht man bereits dieses gelblich-blaue Gewebe, das war das Kavernom, dass man dann schrittweise entfernt hat. Also auch hier die Planung, möglichst schonend dran zu gehen an das Ganze. Ich zeige Ihnen noch ein paar Daten, ein paar Fakten zur Neurochirurgie. Wir haben 6 Jahre Ausbildungszeit. Es hat eigentlich wenig mit der klassischen Chirurgie zu tun. Das heißt, wenn Sie 1 Jahr Allgemeinchirurgie gemacht haben, kriegen Sie 1 Jahr angerechnet. Genauso 1 Jahr Neurologie oder 6 Monate Anatomie. Aber die Neurochirurgie ist eigentlich ein eigenständiges Fach. Auch ja, im Wesentlichen sagen uns ja auch die Allgemeinchirurgen, wir denken viel mehr nach, als wir operieren. Das ist auch stimmt zum Teil. Also wir machen uns sehr, sehr viel Gedanken, wie komme ich an die Struktur ran. Liegt aber einfach an der Materie, mit der wir arbeiten. Das heißt, so ein Darm, da können Sie reingucken in den Bauch, dann schieben Sie den auf die Seite und dann haben Sie da allen Platz der Welt. Wenn Sie das am Hirn machen, haben Sie einen definitiven Schaden generiert oder kreiert. Deswegen überlegen wir 3-mal oder 4-mal, bevor es dann losgeht mit der Operation. Und daraus resultiert ja auch die ganze Simulation, die ganze Idee der Neuronavigation, um einfach möglichst optimal Operationen im Vorfeld zu simulieren und darzustellen. Also das heißt,
So, der Neurochirurg hat mit dem klassischen Chirurgen, der jetzt operativ an Hüfte, Knie oder auch am Bauch tätig ist, fast nichts zu tun. Also es ist eine Spezialisierung und sogar in der Neurochirurgie eine weitere Subspezialisierung. Sie können sich auf Intensivmedizin spezialisieren, Sie können sich auch auf Wirbelsäulenchirurgie spezialisieren, Schmerzbehandlung. Diese spezielle Behandlung für Bewegungsstörungen, also die ganze funktionelle Neurochirurgie, wie ich Ihnen gezeigt habe, mit Implantation der Elektroden oder einem auch die vaskuläre Chirurgie, also die Operationen am Hirngefäßsystem sind Subspezialisierungen. Also es ist ein Fach, was jung und trendy ist. Das gibt es eigentlich erst in Deutschland seit ja, 65 Jahren im weitesten Sinne. Also 56 gab es die erste Abteilung für Neurochirurgie und es waren gerade mal 81 fünf Ärzte, die die Facharztprüfung abgelegt haben. Es steigen die Zahlen, also es ist ein Fach, was absolut wächst. Es ist eins der am schnellsten wachsenden Fächer, insbesondere im Rahmen der Wirbelsäulenchirurgie. Frauen sind immer noch unterrepräsentiert. Wir haben aber jetzt bei uns in der Abteilung ist es halb und halb, also die Hälfte ist Männer, die Hälfte ist Frauen. Und wenn Sie mal gucken, an Fachärzten sind es immer noch relativ wenig Frauen. Das wird sich aber in den nächsten 5 bis 10 Jahren deutlich ändern. 20 bis 25% wird sich auch ein bisschen steigern, bis zu 30% sind niedergelassen. Das heißt, sie sind in der Praxis tätig. Man kann in der Praxis natürlich an der Wirbelsäule ein bisschen was machen, an den peripheren Nerven. Aber große Hirnchirurgie ist eigentlich die Domäne der großen Kliniken. Und es gibt 134 Kliniken, ich glaube sogar 135 mittlerweile, die eine eigenständige Neurochirurgie haben. Aber es gibt eigentlich nur etwa 30 richtig große Kliniken, die das gesamte Spektrum anbieten, also von der funktionellen über die große Hirnchirurgie bis hin zur Wirbelsäulenchirurgie. 100 Kliniken machen vorwiegend periphere Nervenchirurgie und auch Wirbelsäulenchirurgie. Wir zählen zu den 30 großen Anbietern und bieten auch das gesamte Spektrum an. Vielleicht drei, vier Sätze zu mir als Mensch. Ich bin jetzt fast 30 Jahre in der Neurochirurgie tätig, habe 19 Jahre die Klinik für Neurochirurgie geleitet, bin jetzt die letzten Wochen fast raus aus der Klinik, muss ich sagen, in meinem Job als Geschäftsführer, das ich seit 18 Monaten mache, des Klinikums. Bin jetzt gerade im Rahmen der Corona-Krise so gefordert, dass ich einfach nur am Dienstag meinen OP-Tag mache. Das heißt, das ist auch wichtig, dass Sie die Finger weiter mobil halten. Das hört sich jetzt despektierlich an, aber ich hänge zu arg daran und Sie müssen auch eine Zeit lang wirklich am Ball bleiben und auch zu operieren. Sonst, Sie verlernen das nicht, aber es fällt Ihnen schwerer. Deswegen, Dienstag sind immer 2 bis 3 OPs. Da freue ich mich eigentlich auch drauf, weil da lege ich mein Geschäftsführertelefon auf die Seite und bin dann wirklich beim Blick durchs Mikroskop fokussiert auf das, was ich da mache. Das ist eigentlich immer fast schöner als der Samstag oder der Sonntag, der Dienstag, der OP-Tag. Warum Humanmedizin? Das ist eine längere Geschichte, gehört jetzt hier nicht hierher. Warum Neurochirurgie? Das ist relativ einfach. Die Neurologie hat mich fasziniert. Ich habe in Heidelberg während des Studiums Neurologie Praktikum gemacht und hatte da Spaß dran. Man kann durch einfache Erklärungsmechanismen, indem man die Anatomie umsetzt, rauskriegen, wo das neurologische Problem ist. Mir hat dann in der Neurochirurgie viel mehr gefallen, dass man auch was therapieren kann. In der Neurologie, also der Schritt von der Diagnostik zur Therapie, ist der Schritt von der Neurologie zur Neurochirurgie. Deswegen war es für mich klar, ich wollte da was Aktives tun und das hat bis heute seinen Reiz nicht verloren. Das ist ein minimalinvasives Fach, ein sehr technikgetriebenes Fach. Sie operieren alles mit Hilfe von Technologien, sei das computerassistiert, sei das durch ein robotisches Mikroskop. Also es ist ein Hightech-Fach, was auch eine hohe dynamische Komponente hat, wo Sie immer up to date sein müssen. Also ich hoffe, dass Sie die Gelegenheit haben, im Sommer da mit in OP zu kommen. Das sind jetzt zwar noch die alten OPs, wir bauen ja gerade nebendran 20 neue, aber Sie werden sehen, dass da viel Technologie auf engstem Raum zusammengequetscht ist. Subspezialisierung hatte ich Ihnen bereits gesagt. Die ganze Schädelbasischirurgie, vaskuläre Chirurgie, Schmerzchirurgie, funktionelle Neurochirurgie oder auch die spinale Neurochirurgie, das sind alles Subspezialisierungen.
Wenn Sie noch eine Buchempfehlung brauchen, es ist ein ganz schönes Buch, Saturday von E. McEwan, was so ein bisschen die Sichtweise der angloamerikanischen, der britischen Neurochirurgie darstellt. Und schauen Sie, Grey's Anatomy, es ist zwar jetzt, glaube ich, nicht mehr nur über Netflix zu schauen, aber das spiegelt ganz gut die Realität. Die gucken sich natürlich viel länger in die Augen, als es in Realitas ist. Und die sehen alle viel hübscher aus, als sie in Wirklichkeit die Neurochirurgen aussehen. Aber trotzdem, es zeigt so ein bisschen hat reale Bezüge zur heutigen Neurochirurgie. Also Neurochirurgie als Beruf oder Berufung, es ist der richtige Weg. Gut, normalerweise bei üblichen Vorlesungen habe ich jetzt immer gesagt, gibt es Fragen? Wenn Sie wirklich Fragen haben, schicken Sie eine Mail. Ich werde versuchen, sie samstags oder sonntags zu beantworten. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit.